Treppen runterkommt. Hallo Lorenz. Mensch, Bernd. Ich denke, wir wollen uns auf der Ausstellung treffen. Ich wollte gerade losfahren. Habe ich nicht vergessen, die Ausstellung. Gut, dass wir uns hier treffen, weil ich habe hier nämlich jemanden getroffen, dem muss ich noch was besprechen. Und deswegen werde ich ein bisschen später kommen. Siehst du da drin, der Mann in dem Auto? Wer ist das? Das ist Dr. Rubin. Sehr einflussreicher Mann. Ja. Vielleicht werdet ihr euch mal kennenlernen. Also, jetzt mal los. Lass Marga nicht warten. Alles klar, bis später. Servus. Bis später. Dieser junge Mann ist interessant für uns? Sehr sogar. Es könnte eine ganz große Sache werden. Wer ist dieser junge Mann? Ein Student. Aber ich bin sicher, dass er nicht sehr oft in der Uni ist, wenn überhaupt. Der Grund? Kein Interesse. Wo siehst du da dann die große Sache? Sein Vater ist reich. Und er ist der einzige Sohn. Entschuldigung, ich verstehe es nicht. Schau dich doch um. Und ich habe mir gedacht, warum mit dieser Leiden? Das gefällt mir nicht. Hallo Lorenz. Na, gefällt dir das? Also ehrlich gesagt, ich verstehe nichts von Bildern. Quatsch, jeder versteht was von Bildern. Weil sie etwas in einem auslösen. Du schaust dir Bilder an und sie erzeugen etwas in dir. Gefühle. Wohlgefühle. Oder andere. Die Angst, Verzweiflung, Abscheu und Schmerz. So verstehen alle etwas von Bildern, ohne sich darüber im Klaren zu sein. Ah ja. Du hast mich nicht verstanden. Nicht genau, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Reicht dir das? Nein, das reicht mir nicht. Und, was sagst du dazu? Was möchtest du denn hören? Die Malerei hat das Maß verlassen. Genau wie die Zeit das Maß verlassen hat. Diese Bilder entsprechen unserer Zeit, die auch kein Maß mehr hat. Das bedeutet, wir haben das Maß verloren und leben in einer maßlosen Zeit. Das ist er, der da gerade mit Marga kommt. Wie alt ist er denn? 24. Und was ist so interessant an ihm? Dass er ein Dummkopf ist. Hallo Lorenz! Na, wie haben dir die Bilder gefallen? Marga hat versucht, sie mir zu erklären. Ich bemühe mich jetzt zu behalten, was sie mir alles gesagt hat. Hallo Marga! Grüß dich! Darf ich vorstellen? Das ist Herr Carossa, ein guter Freund und der Inhaber dieses Lokals. Und hallo! Das hier? Das ist Herr Kasselke. Auch ein guter Freund. Also wie du siehst, du bist ja umgeben von Freunden. Jetzt ist auch einer. Wozu darf ich euch einladen? Champagner. Champagner. Und dann fahren wir nach Hause. Hast du noch ein bisschen Zeit, mit uns zu kommen? Euch? Zeit spielt keine Rolle für mich. Wohl dem, der das von sich sagen kann. Der ist vor 3 Wochen hier eingezogen, deswegen sieht hier alles noch ein bisschen trister aus. Wieso? Das sieht doch toll aus. Ja, keine Bilder an den Wänden. Ach, deswegen waren wir in der Galerie. Nein, nicht deshalb. Marga liebt Bilder. Ja, sie sagt immer, das sind die Visitenkarten der Zeit, in der wir gerade leben. Hat sie dir das nicht erzählt? Ja, ich glaube, das war's, was sie versucht hat, mir zu sagen. Ja, stimmt ja auch irgendwie. Das ist nämlich ihr Lieblingsthema, die Zeit, in der wir gerade leben. Sie hat dich doch sicher schon nach deiner Meinung gefragt, hä? Ja, doch, wir haben da öfter schon mal drüber gesprochen. Marga will nämlich immer alles ganz genau wissen. Ich übrigens auch. So, ich mache uns jetzt einen Drink und Marga kann dir inzwischen die Wohnung zeigen.
Soll ich ein bisschen Musik auflegen? Ja. Komm. Du weißt es genauso gut wie ich. Wir sind in einer Beziehung, die das Anfangsstadium bereits verlassen hat. Siehst du das auch so? Und? Er schläft. Soll er bleiben? Ich glaube, das wäre falsch. Weg hinauf, er soll nach Hause fahren. Bist noch wach? Wie du siehst. Wir haben auf dich gewartet. Du weißt, wie spät es ist. Natürlich weiß ich, wie spät es ist. Ich komme immer spät nach Hause. Stört doch niemanden, oder? Da irrst du dich gewaltig. Es stört uns. Es stört uns, dass wir nicht wissen, wo und wie du deine Nächte verbringst. Wo treibst du dich rum? Was tust du nachts? Sollte vielleicht besser fragen, was tust du eigentlich tagsüber? Die Frage lässt deine Mutter und auch mich nicht schlafen.
Wir haben uns gesagt, wir warten auf ihn, er wird uns die Frage beantworten. Also. Was ich tue? Um mich müsst ihr euch doch keine Sorgen machen. Komm mit auf dein Zimmer, bitte. Ich habe gesagt, du sollst mitkommen. Was ist das hier? Ich sehe lauter Heftchen. Kein einziges Buch ist aufgeschlagen. Wo hast du irgendwas geschrieben? Zeig's mir. Ich meine deine Kolleghefte. Ach ja, Fachliteratur, ja? Mein Sohn studiert in Entenhausen. Wir machen uns Sorgen. Ich sehe dich an. Du bist mein Sohn. Ich habe einen Sohn. Aber ich kenne ihn nicht. Wer ist er eigentlich? Ich frage deine Mutter, sage mir, wer ist unser Sohn? Sie kann es mir auch nicht sagen. Sie ist genauso hilflos wie ich. Was denkst du? Was tust du? Wer bist du? Bist du wirklich nur ein hirnloser Dummkopf? Entschuldige. Wir haben einen Sohn, der nicht reden kann. Maria, ich hasse Dummköpfe. Und ich habe einen im Haus. Was ist das denn? Musik? Er macht doch immer Musik, wenn er nachts nach Hause kommt. Ich bin's. Lorenz, komm auf. Lorenz ist da. Er kommt rauf. Ist das nicht toll, dass er jetzt schon herkommt? Doch, ja. Es läuft alles viel besser und schneller, als ich gedacht habe. Geh du hin und mach auf und sei nett zu ihm, ja? Er soll sich hier wie zu Hause fühlen. Sag ihm, dass er sich hier wie zu Hause fühlen kann. Morgen, Maga. Morgen. Du, ich hoffe, ich störe nicht. Es ist ja noch ziemlich früh. Ach, mach doch nichts. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Dann komm mit. Er sagt, er hat noch nicht mal gefrühstückt. Hallo, Lorenz. Gab Krach zu Hause. Ich musste einfach raus. Krach und nichts zu essen, also sowas. Maga, sei doch so lieb, geh in die Küche, mach ihm was zu essen. Dann wird er nicht verhungert, unser Freund. Es war eine gute Idee, gleich herzukommen. Ich lebe, gefällt meinen Eltern eben nicht. Heute Nacht haben sie sogar auf mich gewartet. Mein Vater war so in Rage, ich dachte schon, fehlt noch, dass er dich verprügelt. Aber jetzt bist du hergekommen. Weil du weißt, dass du hier zu Hause bist. Ja, so kann man es auch sehen. Lorenz, ich sag dir etwas. Du hast hier ein Zuhause, in dem du auch leben kannst. Wenn du willst. Hm? Und jetzt Frühstück. Es war schön, was Bernd vorhin gesagt hat. Ich soll mich wie zu Hause fühlen. Kann ruhig hier bleiben, wenn ich will. Siehst du das auch so? Natürlich sehe ich das auch so. Du, weißt du, was mein Vater mich heute Nacht gefragt hat? Wie ich lebe und alles sowas. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Aber jetzt weiß ich, seit ich euch kenne. Seit ich dich kenne. Und, haben wir ihn? Ich glaube, wir haben ihn. Gut. Dann fahr mit ihm raus. Irgendwohin. Es kommt jetzt darauf an, dass er in der Stimmung bleibt, in der er gerade ist. Heute? Ja, warum nicht heute? Da stehe ich. Woran denkst du? Viel zu viel auf einmal. Das ist nie gut.
Weißt du, was Denken ist? Festhalten an einem Thema. Aber Themen haben kein Sitzfleisch. Bei mir schon gar nicht. Nein, sie kommen auf Flügeln. Und wenn sie einen verlassen, gehen sie am Stück. Komm, wir fahren. Wohin soll es denn gehen? In deine Uni. Und? Wo sitzt du normalerweise? Ich? Normalerweise gibt es hier keine festen Plätze. Hm. Naja, die Themen, auf die es ankommt, sind sowieso auf der Flucht vor uns. Weißt du, wir und die wirklich wichtigen Themen passen einfach nicht zusammen. Entweder wir kehren ihnen den Rücken zu, oder sie kehren uns den Rücken zu. So, bewege dich vorwärts. Wo seid ihr gewesen? Wir waren in der Uni. Das würde mein Vater aber freuen, dass ich in der Uni war. Ja, wir haben eine neue Sängerin. Fotos für den Schaukasten draußen. Das ist doch eine absolute Sensation, oder? Übrigens, sie trägt Margas Texte vor. Deine Texte? Ja, ich habe was geschrieben. Nur ein paar Worte, nichts Großes. Aber das Ganze hat einen wunderschönen Titel. Gesang der Nachtvögel. Gesang der Nachtvögel. Sag mal, Lorenz, hast du auch Lust auf ein paar Fotos? Komm, wir beide. Du hast doch noch einen Film drin, oder? Ja, klar. Dann mach doch mal ein hübsches Foto von uns beiden. So, und jetzt schauen wir beide in die Kamera, wie es sich für gute Freunde gehört. Wann kommt er? Es wird noch dauern. Der Mann ist ein totaler Workaholic. Sitzt länger am Schreibtisch als alle anderen. Das Gute ist, wenn er rauskommt, ist ja alles leer. Ich wusste gar nicht, dass du schreibst. Wenn man sich mit Denken und Nachdenken rumquält, dann hat man auch Lust zu formulieren. Was einen innerlich beschäftigt. Darf ich hören? Wenn das Tageslicht kommt, schlägst du die Augen auf und siehst, was du siehst, ohne zu wissen, was du siehst. Du willst sehen, was du sehen möchtest. Und wenn der Tag dir gnädig ist, lässt er dich sehen, was du sehen möchtest. Das Gute, das Schöne, das Leichte, die Liebe. Und dann kommt die Nacht, die alles mitnimmt in die Dunkelheit, dass du es nicht mehr erkennst, das Gute, das Schöne. Das Leichte, die Liebe. Und du spürst deine Angst, dass die Tage kürzer und die Nächte länger werden. Und dein Wunsch wird immer stärker. Kehr zurück, schöner Tag. Dass wir es nicht verlieren. Das Gute, das Schöne, das Leichte, die Liebe. Da kommt er.
Los jetzt. Ja? Was meinst du, wo leben wir jetzt? Ist es Tag oder Nacht? Es ist Nacht. Daher der Titel. Gesang der Nachtvögel, die den Tag herbeisingen. Dass er heraufkommt und zurückbringt, endlich zurückbringt. Das Gute, das Schöne, das Leichte, die Liebe. Mach die Augen auf, Lorenz. Bevor sie sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Schick ihn nach Hause. Fahren Sie bitte weiter. Entschuldigung, ich wohne hier. Ach so, ja, dann gehen Sie hinein. Es tut mir leid, Frau Rosenfeld. Gute Nacht. Guten Abend. Guten Abend. Was ist denn passiert, Mama? Ein Verkehrsunfall. Dein Vater wurde überfahren. Er ist tot. Verkehrsunfall? Wo denn? Als er das Büro verließ. Er ging zu seinem Wagen, da überfuhr ihn jemand. Wer war's? Der Fahrer hat Fahrerflucht begangen. Man weiß nicht, wer es ist. Und Vater war sofort tot? Hatten wir nicht gleich einen Arzt gerufen? Doch, er kam, aber es war zu spät. Wo ist er jetzt? Ich meine, wo in der Pathologie. Er wird obduziert, um die genaue Todesursache festzustellen. An. Im Büro ist niemand mehr. Ein Freund. Entschuldige, Marga. Aber Lorenz hat gerade angerufen. Ja? Sein Vater ist tot. Was? Ein Verkehrsunfall. Und der Täter hat Fahrerflucht begangen. Ich habe Lorenz gesagt, er soll morgen früh zu uns kommen. Er ist jetzt in einer Situation, in der er Rat und Hilfe braucht. Klar. Ja? Entschuldigung, Herr Derek, haben Sie einen Moment Zeit? Kommen Sie rein. Dauert nicht lange, nur ein paar Minuten. Ich bearbeite gerade einen Verkehrsunfall, der möglicherweise gar keiner ist, der eher wie ein Mordfall aussieht. Wollen Sie mal einen Blick drauf werfen? Moment, bitte. Ja. Hi, kommst du mal? Gerhard, hallo. Was gibt's? Es gibt einen Mordfall, aber er weiß nicht, ob es einer ist. Ein Verkehrsunfall, aber er gibt mir Rätsel auf. Ja, was für Rätsel? Nachts gegen 10 Uhr verlässt ein Mann sein Büro. Kommt heraus aus dem Gebäude, vor dem sich ein großer Parkplatz befindet. Er geht zu seinem Wagen und wird von einem Auto überfahren. Mit einer Geschwindigkeit, die auf Parkplätzen ungewöhnlich ist. Und es gibt keine Bremsspur.
Der Wagen tötet den Mann und haut ab. Ist bis heute nicht gefunden. Wer ist der Mann, der da überfahren wurde? Ein Dr. Rosenfeld, Inhaber von ECM, Electronic Computer Management. Eine Riesenfirma. Hat er Familie? Eine Frau, ein Sohn. Der Sohn studiert noch. Aha. Ich meine, man kann sich ja mal erkundigen. Du hast die Telefonnummer? Ja. Ah, ich weiß nicht. Das gibt mir nichts. Ich sehe mir die Leute lieber an, wenn ich mit ihnen spreche. Guten Tag. Guten Tag, Herr Oberinspektor. Guten Tag, Frau Rosenfeld. Hat man den Täter gefunden, der meinen Mann überfahren hat? Nein. Noch nicht. Das tut mir sehr leid. Die Ermittlungen sind bisher erfolglos geblieben. Andererseits lassen Details aus der Ermittlungen, ja, leider auch eine ganz andere Version der Vorgänge zu. Welche andere Version? Dass es sich hier gar nicht um einen Verkehrsunfall handelt, sondern dass Ihr Mann absichtlich überfahren wurde, dass er, es tut mir sehr leid, dass er ermordet wurde. Ich bin Leiter einer Mordkommission. Und ich möchte Sie bitten, mir zu helfen. Vielleicht können Sie mir sagen, wer der Täter sein könnte oder welche Gründe es gibt, welche Motive, private, andere und so weiter. Wer profitiert denn vom Tod Ihres Mannes? Nein, 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 nein. Was Sie vermuten, ist vollkommen unmöglich. Wer einen Grund haben könnte, meinen Mann umzubringen, diese Antwort kann ich Ihnen sofort geben. Niemand. Absolut niemand. Entschuldigung, Mama, störe ich? Nein, du störst nicht. Das ist Oberinspektor Derrick. Guten Tag. Guten Tag. Er machte mir eine seltsame Mitteilung. Haben Sie den Fahrer gefunden? Nein, sie haben ihn nicht gefunden. Man hält es für möglich, dass Vater ermordet wurde. Ermordet? Ja, man hält es für möglich, dass er absichtlich überfahren wurde, um ihn umzubringen. Ja, wer sollte, wieso, warum, wer sollte das denn so... Das sage ich auch. Sie sehen, mein Sohn sagt dasselbe wie ich. Also, Sie haben mich gebeten, mir Gedanken zu machen. Das will ich tun. Genügt Ihnen das? Ja, ja, durchaus. Überlegen Sie, und zwar in aller Ruhe. Und wenn Sie meine Version für völlig absurd halten, dann rufen Sie mich an, ja? Aber ich brauche Fakten. Auf Wiedersehen. Bring Herrn Derrick hinaus. Ich verstehe nicht, Mama, Mord. Das kann doch alles gar nicht sein. Was? Absoluter Unsinn. Im Moment beschäftigt mich etwas ganz anderes. Du beschäftigst mich. Ich bekam heute Morgen einen Anruf von einem Rechtsanwalt, der vorgab, dich in einen Erbfall zu vertreten, der ja jetzt eingetreten sei. Ich sagte ihm, Sie irren sich. Mein Sohn hat Sie nicht beauftragt. Da bot er mir an, mir die Vollmacht zu zeigen, die du unterschrieben hast. Steht doch nicht da, als ob du nicht bis drei zählen könntest. Hat der Mann recht? Hast du ihm etwas unterschrieben? Es hat sich ihm zu ergeben. Ich habe neulich diesen Anwalt kennengelernt und da haben wir natürlich auch über Vater und den Unfall gesprochen. Es steht doch eh in allen Zeitungen. Und du hast diesem Mann eine Vollmacht unterschrieben? Bei so etwas wird doch immer ein Anwalt gebraucht, sagt er. Ich meine, ich kenne mich doch auch gar nicht aus. Da kann man doch auch einen Fehler machen. Fehler machen? Du willst keine Fehler machen. Welche Fehler könntest du denn machen? Was machst du da? Tut mir leid, Mama. Zieh aus. Du willst nicht mehr hier wohnen? Du wolltest doch immer, dass ich selbstständig werde. Hat dir das dein Anwalt geraten? Nein, der nicht. Nehme ich dir Platz weg? Überhaupt nicht. Ich freue mich, dass du es endlich geschafft hast. Was habe ich geschafft? Dich selbstständig zu machen, ohne zu wissen, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist? Nein, das weißt du nicht, was das heißt, sich frei zu fühlen und sich auf jeden nächsten Tag zu freuen.
Wiedersehen, Herr Dirk. Auf Wiedersehen. Danke. Vielen Dank. Danke sehr. Sie sehen, keiner unserer Herren konnte Ihnen helfen. Niemand, der sich ein Motiv vorstellen könnte. Der Tod meines Mannes hat niemanden genützt. Genützt hat sein Tod genau genommen nur einem, meinem Sohn. Ihrem Sohn? Wieso? Für ihn hat sich das Leben seiner Meinung nach vollkommen geändert. Er hat einen Rechtsanwalt beauftragt, seine Interessen zu vertreten im Erbfall, der ja jetzt gegeben ist. Dieser Anwalt fordert für seine Mandanten erst einmal eine Vorauszahlung für das zu erwartende Erbe in der Höhe von 2 Millionen. Zahlbar auf ein Konto, das mein Sohn dafür eingerichtet hat. Sie sehen, das ist der Ärger, den ich jetzt habe. Aber diese Mordgeschichte, die können Sie vergessen. Vergessen? Entschuldigung, ich meine, die Mordgeschichte fängt für uns erst an. Die können Sie wirklich erst anfangen, natürlich. Ich habe noch 2 Fragen an Sie, Frau Rosenfeld. Erstens, wie ist der Name des Anwalts? Und zweitens, wie kann ich Ihren Sohn erreichen? Wo mein Sohn wohnt? Ich weiß es nicht. Der Anwalt ist ein Dr. Banderoth. Tja, Dr. Banderoth meint, er muss erst seinen Mandanten fragen, um die Adresse weiterzugeben. Da will jemand keinen Fehler machen. Ja, und hat schon einen gemacht. Dann bleib mal dran. Komm ruhig rein, es wird gerade spannend. Ich wollte euch nur etwas zu trinken bringen. Setz dich zu uns und hör zu. Lorenz soll mir eine Frage beantworten. Ich werde gerade examiniert. Es lohnt sich immer, ihr zuzuhören. Na klar. Was wolltest du nun fragen? Hm? Die Frage aller Fragen. Dann sag doch. Wozu hat Gott dir einen Verstand gegeben? Ist das jetzt die Frage? Das ist die Frage, die jedem gestellt wird. Soll ich jetzt darauf antworten? Kannst du? Er hat dir den Verstand gegeben, damit du ihn gebrauchst. Was sagst du dazu? Gut, die nächste Frage. Glaubst du, dass jeder seinen Verstand so gebraucht, wie er ihn gebrauchen sollte? Jeder benutzt seinen Verstand so, wie er kann. Und was tust du, wenn du siehst, dass die, die es könnten, nicht tun? Weißt du, das sind die Fragen, die mein Leben bestimmt haben. Es gibt sehr gute Leute, mit denen du darüber diskutieren kannst. Du wirst sie kennenlernen. Eine Sekte. Ja. Dr. Banderoth, der Anwalt von dem jungen Rosenfeld, das ist auch der Anwalt einer Gruppe von Personen, die... Du sagtest Sekte. Ja, in unserem Haus nennen dies sektenähnliche Vereinigung von Menschen, die ein eigenes Glaubensbekenntnis haben. Zusammenkommen, Manifeste ausarbeiten und eben alles ganz anderes machen wollen. Nach dem Motto, menschlicher Verstand, wach auf. In der heutigen Zeit sehr wünschenswert. Es fragt sich nur, wie sie ihn wecken wollen. Was ist das hier? Gefällt's dir? Da kommt jemand, den du schon kennst. Hallo zusammen. Darf ich Ihnen jetzt die Hand geben? Wir sind uns einmal begegnet. Sie werden sich nicht erinnern. Ich saß in einem Auto. Nachts in der Disco. Ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, aber es freut mich, Sie kennenzulernen. Was ist das hier? Wurde noch nicht darüber gesprochen? Wir sind, bitte, kommen Sie rein. Ja.
wir sind. Ich frage mich immer wieder, wie ich es am besten erkläre. Man kann es vielleicht so erklären. Wir sind ein Institut für Gegenwartsforschung. Was allerdings nicht ganz stimmt. Es ist nur eine halbe Erklärung, die etwas unerwähnt lässt. Unser riesiges Engagement. Eingebracht in einer Zeit, die derartiges nicht mehr kennt. Hier werden alle Informationen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gesammelt, zusammengetragen, in Zusammenhang gebracht, sodass man sie bewerten kann. Alles das ist, worum es uns geht. Eine ganz neue Bewertung, nach denen die Gesellschaft, die, in der wir leben, sich neu orientieren soll, sich orientieren muss. Es ist jeder willkommen, der sich uns anschließt. Es wird Engagement verlangt, nicht die einfache Hingabe, sondern eine totale. Sehen Sie sich um. Lernen Sie Ihre Freunde kennen, für die das Wort Freundschaft einen hohen Wert hat. Es läuft alles sehr gut. Banderoth sagt, dass es keine schwierige Aufgabe sein wird. Der junge Mann bringt 2 Millionen Mark mit. Banderoth hat mich soeben angerufen. Die Kriminalpolizei will unseren jungen Mann sprechen. Er soll morgen im Präsidium sein. Machtkommission, was bedeutet das? Ach, das bedeutet gar nichts. Diese Leute irren sich. Das wird sich alles ganz schnell aufklären. Marga wird ihn morgen früh begleiten. Du gehst ja jetzt rein, sagst, wer du bist und hörst dir erst mal an, was sie von dir wollen, hm? Und denk dran, ich warte hier auf dich. Ja. Guten Tag, Herr Derek. Ja, das war aber schwierig, Sie zu erreichen. Nicht mal Ihre Mutter wusste, wo Sie sind. Sie waren einfach wie von der Bildfläche verschwunden. Ja, ich hatte mich einige Tage lang nicht gemeldet. Na ja, jetzt sind Sie ja wieder da. Ich habe auch nur eine einzige Frage an Sie, über die Sie sich allerdings nicht wundern sollten. Lieben Sie Ihren Vater? Das ist die Frage. Ob ich meinen Vater liebe? Ich möchte gar nicht, dass Sie mir sofort antworten. Ich möchte mich heute Abend mit Ihnen treffen. Denken Sie über alles nach. Hm? Und vielleicht finden wir beide dann auch eine Antwort auf die Frage. Entschuldigung, Stefan. Ja, das war schon alles. Holen Sie mich ab im Präsidium um 22 Uhr. Ich bringe Sie raus. Kommen Sie. Ach, Sie sind nicht allein gekommen. Wer sind Sie bitte? Marga Weining, guten Tag. Guten Tag, ich habe Ihren Namen doch schon gehört. Arbeiten Sie nicht in der Kanzlei von Dr. Banderoth? Das ist richtig, ja. Aha, haben Sie einen Mandanten begleitet? Nein, einen Freund. Wiedersehen. Wiedersehen. Er wollte wissen, ob du deinen Vater liebst? Und was hast du gesagt? Ich sollte nicht antworten. Er will mich heute Abend noch mal fragen. Heute Abend? Ja, ich soll ihn um 10 abholen. Und dann sollst du ihm sagen, ob du deinen Vater liebst? Liebst du mich? Sag jetzt nicht ja oder nein. Ich lasse dir auch Zeit und frag dich morgen noch mal. Oder übermorgen oder irgendwann. Oder auch nicht. Du hast übrigens einen guten Eindruck auf Rubin gemacht. Der ist ungeheuer gebildet und wirklich gescheit. Er sagt, Wissen und Fantasie müssen sich vereinigen zu einer neuen Vision, einer neuen Zukunft. Er sagt auch, wir seien wie Blinde ohne blind zu sein und rennen herum mit geschlossenen Augen in einer Traumwelt uralter Bilder. Kann sie überhaupt was anfangen mit solchen Sätzen?
oder mit dem. Der Verstand muss endlich anfangen, sich gegen sich selbst zu wehren. Was will denn dieser Herr Derrick von dir heute Abend? Ach ja, das sind Sie ja. Da haben Sie eine halbe Stunde Zeit für mich. Wir nehmen meinen Wagen. Das ist ja die Firma meines Vaters. Ja. Fast auf die Minute genau die Zeit, in der Ihr Vater das Haus verließ. Der Wagen des Mörders stand ungefähr da, wo wir jetzt stehen. Und er hatte wie wir jetzt seinen Blick auf den Eingang des Hauses. Sehen Sie ihn? Sehen Sie die Bürofenster Ihres Vaters? Ja. Mhm. So wie wir jetzt. Hat auch der Mörder die Fenster im Blick gehabt und gewartet, bis es da dunkel wird. So, jetzt wusste der Mörder, es sind etwa noch 3 Minuten, bis Ihr Vater da unten im Eingang erscheint. Noch wenige Augenblicke. Da kommt jemand. Ja, ich starte den Motor. Denn da kommt er ja. Da kommt Ihr Vater, auf den der Mörder gewartet hat. Was machen Sie denn? Ich mach dasselbe, was der Mörder gemacht hat. Ich fahre schneller und schneller und schneller. Wollen Sie den Mann überfahren? Der Mörder hat nicht gebremst. Es gibt keine Bremsspur. Er ist durch Ihren Vater hindurchgefahren, als wäre er gar nicht da. Und jetzt frage ich Sie noch einmal, lieben Sie Ihren Vater? Harry, steig ein. Wahnsinn. Ich meine, dieser Mann hatte überhaupt keine Chance. So, setzen Sie sich und kommen Sie zur Ruhe. Unsere kleine Demonstration, die hat Sie doch ein bisschen mitgenommen, ne? Ja. Na, kommen Sie. Ja, Sie haben über Ihren Anwalt, Dr. Bandroth, Ihre Erbansprüche geltend gemacht. Mit einer Vorauszahlung über 2 Millionen, das ist richtig. Ja. Haben wir Ihnen schon Vorschläge gemacht, wie Sie die 2 Millionen verwenden können? Dr. Bandroth vertritt die Interessen einer Gruppe von Personen, die sich sektenähnlich zusammengeschlossen haben und die es sich zur Aufgabe gemacht haben, neue Denkmodelle populär zu machen. Ja, so steht es in einer Beurteilung von dieser Personengruppe. Bitte. Danke. Bitte. Danke. Jetzt sind Sie dabei, die Arbeit dieser Gruppe mitzufinanzieren? Mit 2 Millionen? Ist das Ihr freier Wille? Ja. Dann werde ich mal sagen, was wir glauben. Wir glauben, dass Ihr Vater ermordet worden ist, damit Sie über 2 Millionen frei verfügen können. So, jetzt gehen Sie nach Haus. Und denken Sie darüber nach, was ich Ihnen gesagt habe. Und zwar in aller Ruhe. Und vielleicht denken Sie auch darüber nach, was Sie mir in Zukunft antworten werden, wenn ich Sie wieder mal frage, ob Sie Ihren Vater lieben. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Du hast ja regelrecht rausgeschmissen. Ja, er sollte nicht mehr reden, weißt du? Wer redet, verliert seinen Schrecken. Und der da, der soll seinen Schrecken behalten.
Da bist du ja endlich. Das hat aber gedauert. Ich bin schon ganz durchgefroren. Nimm mich doch mal in den Arm. Sie behaupten also, dein Vater sei ermordet worden, damit du ihn beerben kannst. Offenbar sind sie davon überzeugt. Damit du 2 Millionen zahlen kannst an eine Gruppe von Personen, die... Wie war das nochmal? Er sprach von einer sektenähnlichen Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat, irgendwelcher Ziele wegen, auf dem weiten Feld von Utopie und Vision. Ach, alles sowas. Aber wir ermorden niemand. Auf dem Feld zwischen Vision und Utopie, na klar, wo sollen die Ziele sonst liegen? Aber wir ermorden niemand. Sie sind aber davon überzeugt, dass er ermordet wurde. Bleib du mal da. Ist Lorenz bei dir? Ja. Was ist passiert? Was will denn die Polizei von ihm? Sie haben ihn mitgenommen zu der Stelle, wo sein Vater überfahren wurde, um ihm zu demonstrieren, wie alles gelaufen ist. Sie wollen Lorenz beweisen, dass er ermordet wurde. Und glaubt das jetzt auch? Weiß nicht. Was hast du so? War es Mord? Was glaubst du, was es war? Ein Verkehrsunfall. Nein. An dem Steuer des Wagens, der seinen Vater überfahren hat, saß Kasselke. Und ich saß daneben. Und ich habe gesagt, los, jetzt fahr. Der Mann, der da gerade aus dem Haus kommt. Das hat uns 2 Millionen Mark gebracht. Was ist? Was schaust du so? Und Rubin? Hat er davon gewusst oder es angeordnet? Das hat er nicht gewusst. Ich glaube auch nicht, dass er es gewollt hätte. Nein, nein, nein. Das war meine Idee. Einzig und allein meine. Und wir haben es zusammen gemacht. Kasselke, Carossa und ich. Und wir sind die Einzigen, die es wissen. Sonst niemand. Bleib hier! Ich will es ihm sagen. Du gehst da nicht rein. Dann hol ihn her. Ich habe keine Angst davor, es ihm zu sagen. Bernd gekommen? Ja. Er wollte bestimmt wissen, was die Polizei von mir gewollt hat. Hast du es ihm gesagt? Ja. Dann brauche ich es ihm ja nicht mehr zu sagen. Nein. Lorenz, wie geht's dir denn? Nicht besonders. Mein Kopf, das dreht sich alles. Ja, 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 das kenne ich. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, nein, nicht. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal nach Haus. Hm. Lorenz sagt, er fährt nach Hause, er will nicht hierbleiben. Zieht er aus? Hey, was hat er dir gesagt? Red schon! Lorenz, Moment! Sag mal, warum läufst du weg? Wir müssen noch miteinander reden. Ja, ich weiß. Du, die Sache mit dem Geld ist... Bernd, ich werde das rückgängig machen. Ich habe auch noch nichts unterschrieben. Gut. In Ordnung. Über alles kann man reden. Morgen Vormittag in Carossas Bar. Da reden wir dann in aller Ruhe. Ja. Okay? Einverstanden? Okay. Mama. Guten Abend, mein Junge. Schon ziemlich spät. Warum bist du noch nicht schlafen gegangen? Ich gehe nie früh schlafen. Ich habe immer gewartet, dass du nach Hause kommst. Bist müde. Naja.
Möchtest du noch was essen? Nein, hab keinen Hunger, danke. Gut, ich muss nur noch rasch telefonieren. Wen willst du denn jetzt noch anrufen? Oberinspektor Derrick. Er meinte, möglicherweise kommt der Sohn heute Abend nach Hause. Dann rufen Sie mich bitte an. Ja? Herr Derrick, mein Sohn ist gerade nach Hause gekommen. Ach, das freut mich. Geben Sie mir mal. Lorenz, kommst du mal? Lorenz Rosenfeld? Höre ich was von Ihnen? Herr Derrick, das mit dem Geld, das werde ich morgen rückgängig machen. Mit wem werden Sie sprechen? Mit einem Freund, der vielleicht keiner ist. Wo werden Sie mit ihm sprechen? In einem Lokal. Welches Lokal? Die Carossa Bar. Ich gebe Ihnen einen Rat, seien Sie vorsichtig. Guten Morgen, Lorenz. Du hast es vielleicht noch nicht gewusst, aber Herr Kaselke und Herr Carossa gehören beide auch zu der Gruppe von Personen, die für ihre gemeinsamen Überzeugungen arbeiten. Ich habe gerade mit Dr. Bonroth gesprochen. Du kannst die Sache nicht einfach so rückgängig machen. Du hast nämlich eine Erklärung unterzeichnet, die Dr. Bonroth mit sämtlichen Vollmachten ausstattet. Deine Unterschrift inklusive. Wer hat meinen Vater umgebracht? Du. Eigentlich war es Kaselke, aber er hat in deinem Auftrag gehandelt. Du hast ihm gesagt, was er tun soll. Du hast ihn überredet. Dieser Augenblick ist auf dem Foto festgehalten. Du kannst ihn anzeigen. Aber er würde sagen, dass er in deinem Auftrag gehandelt hat. Wer sind Sie? Wie kommen Sie hier herein? Wir haben noch geschlossen. Das macht nichts. Mein Name ist Derrick. Ich bin Leiter einer Mordkommission. Das ist mein Kollege Inspektor Klein. Und was wollen Sie hier? Nun, wir haben gestern Nacht noch mit Lorenz gesprochen. Und er hat uns gesagt, dass er heute hier mit Ihnen eine Besprechung hat, die zu einem Teil geschäftliches, zum anderen Teil mit Mord zu tun hat. Ich habe ihm geraten, Ihnen eine Frage zu stellen. Haben Sie Ihre Frage gestellt? Ja. Ich fragte, wer hat meinen Vater umgebracht? Man hat mir gesagt, ich. Und jetzt wird gleich jemand sagen, er habe meinen Vater umgebracht. Auf meine Veranlassung. In Verabredung mit mir, weil ich es so gewollt habe. Man hat mich fotografiert mit dem Mörder meines Vaters. Wissen Sie, Herr Derrick, mit mir hat man immer leichtes Spiel gehabt. Was sicher einen Grund hat. Ich habe mich immer geweigert, also wenn es um wirklich wesentliche Fragen unserer Zeit ging, darüber nachzudenken. Ich hatte einfach Angst, dass eine falsche Antwort schlimmer sei als gar keine. Langweilig Sie? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich in einer Situation gefühlt, in der man alle Wegweiser weggenommen hat. Und wenn dann jemand kommt und sagt, da ist einer, ich sehe einen Wegweiser, dann sage ich, okay. Als sei ich jemand begegnet, der es besser weiß als ich. Ja, ja, ja. Zeitfragen gibt es allerdings, und wer sie ignoriert, bei dem melden sie sich eines Tages mit Blitz und Donner.
Und selbst der modernste Mensch sagt dann, Herr, steh uns bei. Sehen Sie, das ist es. Darüber muss ich nachdenken. Erstmal verschiebe ich das. Suche nach Wegweisung.